Welcome back, Ladies and Gents. Ich bin Daniel Korte und in diesem Video gibt es von mir 3 Tipps, wie ihr ganz einfach eure Babyhaare verschwinden lassen könnt. Wenn du da draußen zum Beispiel wie ich auch sehr, sehr krause Haare hast und irgendwann mal auf die Idee kommst, dir lange Haare wachsen zu lassen, ja, dann wirst du früher oder später irgendwann auf ein Problem stoßen. Und dieses Problem sind Babyhärchens. Und diese Babyhärchens werden immer wieder aus deinem Manbun herausfliegen und meiner Meinung nach sehen diese Babyhärchens gar nicht cool aus. Und schaut euch mal an, was ich damit meine. Das sind diese Babyhärchens, die immer wieder aus dem Manbun herausfallen, gerade wenn du zum Beispiel krause Haare hast. Und so würde ich zum Beispiel auch aussehen, wenn ich mir morgens gar kein Produkt in die Haare machen würde und mir einfach so Manbun stylen würde, ohne die Defining Cream in den Haaren zu haben. Und by the way, falls du noch nicht Teil meiner Community bist, ja, einfach auf Abonnieren klicken und wenn du Bock hast, schalte auch die Glocke ein, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. In diesem Video gibt es also jetzt 3 Tipps von mir, wie du deine Babyhaare verschwinden lassen kannst, beziehungsweise was du tun kannst, damit diese Babyhärchens gar nicht erst auftauchen. Erster Tipp, Leute, benutzt eine Hair Defining Cream. Ich habe es schon ganz oft in meinen Videos gesagt. Ohne diese Defining Cream könnte ich aktuell mit meinen krausen und langen Haaren einfach nicht mehr leben. Leute, das ist tatsächlich so. Die Defining Cream pflegt eure Haare, ja, und stylt eure langen Haare gleichzeitig auch. Und man kriegt halt mit dieser Defining Cream mehr Kontrolle in die Haare rein, ein bisschen mehr Struktur in die Haare rein. Und warum die Hair Defining Cream gegen Babyhaare? Leute, wenn ihr diese Hair Defining Cream benutzt, ja, dann tauchen diese Babyhaare gar nicht erst auf. Sprich, ihr beseitigt das Problem, bevor es überhaupt entstanden ist. Also ich glaube, besser geht's gar nicht. Und wenn du da draußen auch Probleme hast mit Babyhärchens, ist die Hair Defining Cream auf jeden Fall das perfekte Produkt für dich. Und wie genau ich die Hair Defining Cream verwende, habe ich in meinem aktuellen Haarstyling-Tutorial für lange Haare ganz ausführlich erklärt. Falls du das noch nicht gesehen hast, check das Video hier oben auf jeden Fall gerne mal aus. Das Produkt verlinke ich euch natürlich auch wie immer in der Infobox. Tipp Nummer 2, Leute, benutzt eine Paste. Sprich, ein ganz normales Haarstyling-Produkt, um eure Babyhärchen verschwinden zu lassen. Und auf gar keinen Fall irgendwie ein Gel verwenden oder ein Wachs, sondern wirklich eine Haarpaste, die sich wirklich super easy in euren Haaren halt verteilen kann. Und da würde ich euch auch empfehlen, ganz wenig nur von der Paste zu verwenden, also vielleicht 2-3 Fingerspitzen, das dann in euren Fingerspitzen auch verteilen und dann ganz sanft über eure Haare drüber streichen. Und das könnt ihr dann machen, wenn eure Babyhärchen schon da sind, also damit dann eure Babyhärchen runterstreichen. Oder ihr macht das präventiv, wenn ihr euch zum Beispiel eure Manbun gerade gebunden habt mit feuchten Haaren, einfach ein bisschen über die feuchten Haare drüber streichen mit der Paste und dann habt ihr auch die Möglichkeit, dass die Babyhärchen gar nicht erst auftauchen. Kommen wir zum dritten Tipp, zum Pinsel- bzw. Zahnbürstentrick. Diesen Trick habe ich mir von einer Hair- und Make-up-Stylistin abgeschaut. Ja, vielen Dank, Kerstin, dafür. Die hat mir diesen Trick bei einem Shooting mal gezeigt. Und der ist gerade dann perfekt, wenn du dich in der Übergangsphase befindest und die Babyhärchens hier und da schon raushängen bzw. noch nicht ganz in deinen Manbun reingehen. Falls du da draußen dir gerade auch deine Haare lang wachsen lässt und dich gerade in der Übergangsphase befindest, kannst du das Video hier oben gerne mal auschecken. Dort habe ich erklärt, wie du die Übergangsphase so ein bisschen besser überstehen kannst. Kommen wir jetzt aber zum Trick an sich. Als erstes braucht ihr eine ganz normale handelsübliche Zahnbürste oder ihr könnt alternativ auch einen Rougepinsel von eurer Freundin verwenden. Dann braucht ihr Haarspray und dann nehmt ihr einfach beides zusammen und sprüht erstmal schön das Haarspray auf die Zahnbürste. Und wenn ihr dann die Zahnbürste mit Haarspray eingesprüht habt, dann könnt ihr einfach mit der Zahnbürste durch eure Haare durchgehen, also eure Haare nach hinten ziehen, wie so einen Kamm benutzen und dann sind eure Babyhärchens ganz easy einfach weg. Und wie man sehen kann, funktioniert der Trick wirklich ideal und gerade für die Übergangsphase, wenn deine Babyhärchens hier und da noch rausgucken und noch nicht alle Haare in den Manbun reinpassen, dann ist das wirklich ein super guter Trick, den du auf jeden Fall machen solltest. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Nils Felte. Nils, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen und vielleicht wirst du beim nächsten Video dann schon gegrüßt. Wenn du jemanden kennst, der diesen Trick perfekt gebrauchen könnte, ja, dann teile das Video gerne mit ihm. Weitere Haarstyling-Videos findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.